So, hallo und willkommen zur Folge Minecraft 2D Adventure. Heute spielen wir nämlich eine ganz tolle Map hier, nämlich. Und bevor das Video anfängt, wollte ich noch hier sagen, nämlich. Hier gibt es nämlich das gute alte Franzl-Set. Wer sie noch nicht kennt, ich glaube, ihr kennt sie schon alle und man kann hier schon wieder durchsehen. Und genau, nämlich wollte ich euch heute auch zeigen hier. Nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das sieht hier, aber es ist richtig flauschig hier, wenn man jetzt reinschaut, wenn die Kamera fokussieren würde. Ich hoffe, man sieht es irgendwie. Hier ist richtig flauschig einfach. Im Pulli drinnen ist das, im Ärmel. Und wie gesagt, einfach Jonas30.shop, wenn ihr so einen Pulli haben wollt. Und ich habe noch was richtig Cooles. Nämlich, habe ich auf meinen Skin praktisch einen Franzl-Sein drauf gemacht. Und schau, wenn ich jetzt hier, schaut her, wenn ich jetzt hier was Cape wegmache, wenn ich jetzt so mache, nicht Controls, so, Skin Customization, Cape off. Und hier habe ich das Franzl-Sein. Das ist einfach richtig cool. Ich habe so mit Pixel irgendwie gefüllt nachgemacht. Und ihr seht genau hier jetzt irgendwo das Original-Franzl-Sein. Also es ist nicht schlecht hier nachgemacht eigentlich. Ein bisschen, ja, ist halt schwer zu machen mit Pixel und so. Aber ich find's richtig cool eigentlich, okay. Und ja, wir kommen zur Folge Minecraft 2D Adventure auf jeden Fall. Und genau, die Map, die sich hinter uns befindet, nämlich, die ist 2D. Wer Terraria kennt, vielleicht sind ein paar von unter euch hier Terraria-Spieler, die irgendwie Terraria durchgespielt haben oder so. Ich hab's, glaube ich, erst einmal durchgespielt oder so. Und ja, die Welt ist praktisch 2D. Alles ist nur auf einem Block. Und ja, das wird richtig cool. Man kann praktisch nicht rechts und links runterfallen. Und ja, das ist die Map. Das ist nicht allzu groß, aber wir spielen auf Hard. Das heißt, wenn wir hier jetzt... eigentlich sollten wir auf Hard. Genau, wir spielen auf Hard. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, sind wir tot, ja? Und ja, also ich weiß nicht, ob ihr hier irgendwie losgeht. Be sure to read the rules. Das heißt, ich darf nicht in Nether gehen, keine Commands benutzen. Ich muss in Survival Mode und kein Kreativ... Also kein Game Mode darf ich benutzen. Das ist ja eigentlich klar, ja? So. Das heißt, hier, go. Okay. Ich denke, da vorne war das jetzt. Ich bin jetzt, glaube ich, drin in der Map und hier ist schon eine Kuh. Ich bin hier. Okay. Dann mach ich so. Kuh, geh mal bitte weg. Ich will nicht schlagen. Dürfen nicht alle Tiere oder respawnen? Ich weiß nicht. Oh, ich doch. Hier sind Spawner, glaube ich, oder? Okay. Was ist richtig interessant hier eigentlich? Schreibt unbedingt mal in die Kommentare, was ihr von hier, von der Map hier hält. Das finde ich richtig cool. Ich weiß nicht. Vielleicht mache ich noch eine zweite Folge von der Map auch. So, weil es ist Hardcore immerhin. Und, yes. So, ich glaube, ich baue hier erstmal Dings. Ich glaube, ich weiß nicht mal, ob wir Bäume hier wachsen können. Das heißt, wir sind relativ... Okay, ich habe eh das Birkenholz. Ich dachte, es wäre runtergeflogen. Das heißt, wir sind relativ knapp an Holz. Oder hat er das so eingestellt? Oder hier gibt es schon eine Mine, ein Gang, wo es runtergeht zur Mine. Ich glaube, ich räume erstmal hier mehr oder weniger Dings weg. Hier ist schon eine Chest, gell? Was ist hier drinnen? Chest. String. String und Glas. Okay, ich habe Glas gefunden und Slam-Bälle. Was auch immer Slam-Bälle hier benutzen. Benutzen kann. Ich glaube, Pistons oder so. Okay, hier ist Wasser. Okay, wir sind auch hier in 1.13. Also kann man hier schwimmen. Das heißt, wir können Geheimgänge und sowas bauen. Können wir, glaube ich, von einem Dings der Welt zum anderen, glaube ich, reisen. Halt mit Wasser und so. Was hier? Oh, lol. Das ist richtig cool hier. Das ist ein Dschungelbaum. Sorry, ich kann mir hier irgendwie... Oh, okay, Schweinchen, nicht runterfliegen, bitte. Nicht ganz runterfliegen am besten. Okay, ich schau mal. Hier ist ein großer Baum. Ich weiß nicht, ob ich hier runterkomme noch. So. Ich baue mich mal runter. Nicht... Oh, okay, warte mal. Kann ich hier rein? Ist irgendwie so ein Tunnel? Nee, ich denke nicht. Hier kann man perfekt irgendwie so einen Tunnel bauen, gell? Okay, so. Kann ich irgendwie... Ich baue mich mal ab. Okay, weil hier ist ein Dschungelbaum. Ich weiß nicht, ob da... Irgendwas anderes auch noch drauf ist. Komm ich mal drunter. Was heißt für ein Spawner? Schafspawner. Das heißt, hier ist ein Schafe, okay. Das hier bekommen wir Schafe her. Nice. Ja. Und Tweet jetzt hier auch noch gleichzeitig. Oh nein, sie. Oh, sie blockiert mich. Böses Schaf. Das ist halt schwer hier. Ich passe nicht. So. Jetzt passen wir durch. So. Jetzt muss ich irgendwie hochbauen. Und. Ja, so. Es ist ein bisschen kritisch hier, aber. Es geht. So. So. Okay, Leute, hier ist eine Leiter, gell? Ich höre Villager. Okay. Hier, ich mal zwei Dings hier. Ja, die droppen übelst viel. Oh, Babyhund. Ist ein Haus? Wohnt hier wer? Hallo? Hallo? Oh, hier ist ein Chest. Okay, ist nichts drinnen. Oh, Tatsache, hier ist ein Villager einfach. In diesem Glas, lol. Da kann man aussehen. Hallo, Villager. Papier, Emeralds. Ich weiß nicht. Ich brauche irgendwie Zuckerrohr. Ich weiß nicht, ob man irgendwo Zuckerrohr finden kann. Ich weiß das nicht. So, ich weiß nicht. Da vorne ist, glaube ich, noch. Ich weiß gar nicht, was da vorne ist. Gibt es irgendwas Gutes noch da vorne? Irgend so eine Sandsteinburg oder irgend sowas ist das?
Keine Ahnung, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal mit meinen oder so. Dass wir mal ein paar Ressourcen bekommen. So. So und so. Okay, wir haben ja schon ein bisschen Holz hier. Das ist okay. Und da oben ist auch noch irgendwas. Ich weiß nicht. Das können wir alles vielleicht in der nächsten Folge machen. Ich will jetzt erstmal meine gehen, dass ich mal in der Nacht überleben. Ich weiß nicht, ob es irgendwie demnächst Nacht wird oder Tag wird. Ich weiß selber nicht. So. Über der Added Chest. Wo hier war der Höhleneingang hier. So, jetzt gehe ich mal nicht runter. Doch, Tatsache. Das Ding ist, ich spiele auf hart, ja? Oh, ich sehe einen Kopfwebs. Ich baue mal hier irgendwie. Ich soll eine kleine Base oder so bauen. Ich glaube, ich baue den ja mal im Untergrund oder so. Ich baue mal hier ein Crafting Table. Mache ich schnell das Nötigste vom Nötigsten. Das heißt, einfach schnell Spitzhacke Reducer. So. Okay, jetzt brauche ich ein bisschen. Hier ist gleich Eisen. Das ist relativ gut. So, Stone Age. Das heißt, ich kann Achievement. Okay, am besten nicht hier Eisen mit der Holzspitze abbauen. Das habe ich wirklich mal in der Pole gemacht. Okay, so. So. So, okay. Das heißt, hier Bam, Eisen und nochmal Eisen. Okay, ich weiß nicht, ob es irgendwas anderes auch noch gibt in der Map hier unten. Vielleicht gibt es ein Dungeon oder irgendwie so ein. So ein. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier alles gibt. Map scheint relativ groß eigentlich zu sein. Okay, ich glaube, hier ist schon eigentlich das Dungeon, gell? Doch, tatsächlich ist ein Dungeon. Aber spawnen nicht, weil es nicht dachte, okay? Oh, Spawner habe ich gekriegt. Eine Kuh, ein Spawner, Goldapfel, ein Blaze Rod, ein Bett. Okay, into Fire. Okay, ich muss mal unbedingt hier in der Nacht minen gehen. Okay, okay, so. Das heißt, ich baue mich hier erstmal. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das noch runter. Oh, ich habe schon Lapis. Weiß nicht, welche Höhe ich bin. Ich bin Höhe 8. Okay, okay, okay. Das heißt, hier ist noch mal ein Lapis. Ja, ich baue mir hier so eine kleine Dings mal. Ich weiß nicht, ob man. Mit F5 kann man hier leider nicht auf der Seite schauen. Oh, ich habe schon Dias, gell? Oh, ist hier noch irgendwas? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich baue hier erstmal eine Basis irgendwie. Wo ist so ganz. Oh, ist Dings hier. Obsidian. Aber ich darf leider nicht in den Nether gehen. Aber ich könnte es vielleicht doch machen irgendwann. So, so. Und so, jetzt könnte ich hier so eine kleine Base bauen. Oh, ich sehe auch bald Dias. Okay, so. Das heißt, ich glaube, ich baue ganze Sachen im Boden rein. Ich glaube, das macht am meisten Sinn hier. Und so. Oh, da sind mehrere Dias, gell? Das heißt, ich mache einen Crafting Table. Da bin ich eigentlich oben. Aber ist egal, so. Und oben wäre noch gut. Aber jetzt habe ich ja gerade so keine Sachen hier. Ich könnte jetzt hier eigentlich reinbauen, einen Ofen. Brauche ich einen Ofen. Und ich brauche unbedingt gleich Fackeln. Unbedingt Kohle. Okay, Kohle, Kohle, Kohle. Sonst seht ihr nichts nämlich. Okay, brauche ich mal hier oben rum. Ich weiß nicht, was das andere ist. Oder was ist das hier? Hallo? Oh Leute, hier ist ein Dungeon. Oh, ein Champion Table. Und so. Oh, Creeper. Oh nein. Oh nein. Oh, hier ist ein Schuss, Monster. Okay, ist gar nicht gut. Ich schaue jetzt irgendwie. Ich darf nicht sterben, ist das Ding. Hallo? Bitte freundlich. Oh, vorne ist ein Creeper und irgendwas. Okay. Oh, nicht schießen, nicht schießen. Wir spawnen die ganze Zeit. Oh, oh. Außen. So, mit der Spitzhacke. Easy peasy. Sorry, wenn ihr irgendwie gerade nichts seht. Vielleicht mache ich dann eine Nachbearbeitung vom Video hier. Bisschen heller. Ich brauche schnell irgendwie Cobblestone. Habe ich ganz, auf ganz hell alles. Nee, Smooth Nighting. Brightness. So, jetzt halt, eigentlich alles maximal. Ich mache es, glaube ich, in der Nachbearbeitung hier höher. Also die Helligkeit. Dass ihr mehr seht. Ist schon wieder ein neues Dungeon. Oh, ich bleibe hier mal weg von den Dungeons hier. Aber ich brauche Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So, so, so. Kohle. So. Sonst sehe ich nämlich das. So. Hier sind Dings. Oder habe ich oben schon Kohle gesehen? Ich weiß nicht. Es ist, Dings. Granit, denke ich. So. Wieder runter. So, okay, 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 okay. Bam. Bam, bam, bam. Ich weiß nicht, gibt es irgendwo Kohle? By the way, wenn wir gerade sich graben, wenn ich gerade nichts zu sagen habe, wenn ihr irgendwie ein Franzl-Design oder so habt, wie gesagt, ja, das ist der letzte Job hier, genau, hier das Franzl-Design, Junge. Hier seht ihr das Design nochmal, oh, hier. Oh nein, ich halte es ein bisschen schief hier. So, hier ist ja nochmal das Design. Wie gesagt, hier ist der Jonas30.job hier, wenn ihr das sehen wollt. Hier gibt es Federmäppchen, alles mögliche, Rucksäcke. Und ja, ich habe schon gesehen, dass hier ein paar eingekauft haben. Aber schickt mir unbedingt auf Twitter oder auf Instagram hier ein Bild, wie ihr hier den Dings anhabt, den Franzl-Hoodie oder Franzl-T-Shirt. Dann blende ich euch vielleicht nächste Folge ein. Minecraft 2D, hier. Minecraft 2D-Welt. Okay. Ich überlege gerade, gibt es hier überhaupt Kohle auf der Map? Hier sind ganze Diamanten. Gibt es überhaupt Kohle? Oh, mein Spitzhacke ist schon kaputt gegangen, gell?
Weiß ich, gibt's hier überhaupt Kohle? Hier ist irgendwie Licht, komischerweise. Ist hier vielleicht Lava oder so? Ja, tatsächlich ist Lava. Okay, ich schaue irgendwie gleich, ob ich irgendwie Kohle finde und das sehen wir gleich und sehen wir uns gleich wieder. Okay, da bin ich wieder. Es hat sich herausgestellt, dass hier einfach Kohle war und wir haben uns einfach knapp vorbeigebaut. Gebaut hier. Keine Ahnung, warum, wie das passieren hätte können hier. So, ich habe Blaze. Okay, jetzt wollte ich gerade mit Blaze heute eine Spielzeug craften. So, so. So und so. Das heißt, ich grab hier gleich so, so und so. Kohle. So, Kohle, Kohle, Kohle. Jetzt habe ich auch endlich Licht hier. Bam. Und nice, jetzt habe ich Licht. Also ich kann gleich hier Licht passieren. Gebe ich gleich mehrere Kohle mit, weil ich will jetzt mein Eisen schmelzen hier. Und, ja, so. Bam, bam. Und ich habe gesehen, der Welt-Ding macht hier irgendwie auch immer Updates. Der, Welt-Editor praktisch. Das heißt, vielleicht kann es sein, dass irgendwie die nächsten paar Folgen sich irgendwas ändert oder so. Also, schaut unbedingt bei der zweiten Folge vorbei. Ich glaube, die kommt übermorgen, denke ich, oder so. Wenn diese Folge rauskommt. Weil ich nehme gerade ein bisschen im Vorhinein auf. Weil ich kann das gerade nicht so predict, also nicht so viel eher vorsagen. Aber ich glaub, die kommt am übermorgen. Das heißt, unbedingt übermorgen einschalten. Okay, ich soll hier nicht in die Lava fallen. So. So, okay, dann schmelze ich jetzt gleich Eisen. Oh, ich kann die sogar auf der Seite hier platzieren. So, das heißt, ich gebe jetzt mal den Anwählen und das alles hier rein, denke ich. So, so. Dann platziere ich mal eine Fackel. Dann kann ich jetzt ein kleines Haus hier bauen. Alright, ich kann mir. Ich baue es lieber nicht da ab. So, das heißt, ich kann mir jetzt Eisen schmelzen. Eisen reduce. Und so. Dann kann ich hier gleich eine Eisenspitzhacke machen und die ganzen Deers hier abfarmen. Finde ich auch richtig cool. So, aber ich finde die Map einfach richtig cool. Es gibt richtig viel und richtig viel Cooles hier zu machen. Okay, nur die Frage ist, wie komme ich das wieder hoch? Ich denke Leitern, so wie der Villager das benutzt hat. So, ups, so. So, bam, bam. Oh, ich hab's falsch platziert. So, und so. Bam, bam, bam. Soll schon irgendwie so passen. Und so. Und, eins noch, so. Bam, bam, bam. Und so, und hier fliegen ganz die Monster runter. Oh, weil hier ein Spawner ist, gell? So, jetzt kann ich so machen. Und so, jetzt komme ich hier perfekt wieder hoch. Hier ist noch ein Ding. Ich muss mir unbedingt nächste Folge hier, noch übelst viele Sachen bauen. So, und eine Tür, glaube ich, baue ich mir auch direkt. So eine kleine Tür hier. Weil das hier keine Monster reinkommen. Jetzt habe ich schon eine kleine perfekte Base hier eigentlich. Perfekte Starter-Base. Kann ich das noch so machen. Alright, jetzt muss nur wieder eine Diamant hier weg. So, so und so. Dann haben wir eigentlich perfektes Ding hier. Perfektes. Okay, es war noch ein Diamant. Ich kriege richtig viele Achievements. Okay. Das heißt, wir haben so eine kleine Hütte hier. Relativ cool hier. Das kann ich auch so machen und ja, ich weiß nicht, wie lange die Nacht jetzt genau dauert. Nehmen wir die ganzen wertvollen Items da rein. So, 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 dass mein Inventar nicht ganz so überfüllt ist. Schaut ihr, der kleine Inventar ist überfüllt. Bitte, what is? Okay, so, also ich hab's geordnet, ja. So, und alright, Knochen, so, so, und ja, das sollte eigentlich passen. Ich habe ein Stack-Dings, keine Ahnung, warum der Webentwickler das eingebaut hat. Ich habe noch Glas hier. Das heißt, ich kann eigentlich hier ein Glas einbauen, rein theoretisch. So. Kann ich rein theoretisch so machen, irgendwie. Kann ich hier reinschauen zu dem Monster. So. Ich lagere noch das Glas an. Würde ich auch schon sagen, das war's hier für die Folge. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da für mehr Minecraft 2D hier. Oder wie auch immer das Projekt heißt, Minecraft 2D Map. Ja, lasst unbedingt ein Like dafür in eine zweite Folge hier. Und, ja, ich finde die Map auch richtig cool. Aktiviert die Glocke, dass ihr keine Map mehr verpasst. Keine Videos von mir verpasst. Und, ich habe gesehen, 50% von euch haben mich nicht abonniert. Abonniert unbedingt, drückt auf den roten Knopf hier unter meinem Video, rechts unter meinem Video, abonnieren. Und drückt unbedingt drauf, dann supportet ihr mich und verpasst auch kein Video mehr. Und drückt unbedingt auch noch auf die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt. Wenn jedes Video einfach online kommt, könnt ihr instant da sein, könnt ihr instant der Erste sein hier, der einfach einen Kommentar schreibt oder einfach das Video sieht hier. Und könnt instant mit euren Freunden einfach das teilen, das Video. Ja, dann würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da und like das Video unbedingt, das würde mich mega freuen. Und kommentiert hier, wie ihr die Map findet. Ich finde die Map einfach richtig cool hier. Ich habe so eine schon kleine Hütte und ja, Zombie, ich weiß, dass du hier gespawnt bist. Wie gesagt, lasst ein Abo und ein Like da und durchschauen. Ciao, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Pew.